Hallo und ein sehr herzliches Willkommen. Ich bin Christoph Rose, ihr seid bei Würzburg Fotos und das ist ein neues Sonntagsvideo für euch. Das startet heute in einem Auto, nämlich in dem Auto meines Kumpels, dem Florian. Und der fährt mit mir heute in den Landkreis Würzburg. Es dauert mit dem Auto gerade mal 10 oder 15 Minuten, dann ist man ganz bequem von Würzburg nach Giebelstadt gefahren und kann sich hier die alten Gemäuer anschauen, die es hier reichlich zu sehen gibt. Hier zum Beispiel das Wasserschloss oder auch das Zobelschloss, wie es genannt wird, mit einer wunderschönen Parkanlage und einem großen Tor, was diese Parkanlage versperrt, sowie das ganze Schloss, denn es ist leider Gottes eine private Einrichtung und die kann man nicht besuchen. Man kann da auch nicht einfach reingehen, ist ein bisschen schade, aber auch von außen ist es toll anzuschauen. Giebelstadt selber kenne ich eigentlich nur vom Durchfahren, wenn ich ehrlich bin. So richtig rumgelaufen bin ich hier noch nie. Umso mehr freue ich mich, dass ich mich heute mal ein bisschen hier umgucken kann und mir diese alten Gemäuer hier anschauen kann. Dieses Schloss stammt aus dem 14. Jahrhundert. Damals lebten die Geiers und die Zobels gemeinsam hier unterm Dach, bis dann die Geiers ihr eigenes Schloss bauten. Das gibt es auch heute noch, ist allerdings eine Ruine. Da finden immer die Florian-Geier-Festspiele statt. Da werde ich nachher noch hinkommen. Im Bauernkrieg ist das Ganze hier zerstört worden und dann später wieder aufgebaut worden. Ja, und Wasser ist heute im Graben natürlich keins mehr drin, sondern Schafe grasen da. Jetzt im Moment sind sie gerade weg, gerade waren noch 3 Stück da. Wahrscheinlich ist es denen heute auch zu heiß, denn heute hat es 29 Grad, der bisher heißeste Tag des Jahres. Und das mögen natürlich die Tiere auch nicht so gerne und verkriechen sich dann vielleicht ein bisschen. Auf dem Weg durch Giebelstadt geht es jetzt mal Richtung Florian-Geier-Schloss, das eine ziemlich wechselvolle Geschichte hinter sich hat. Unter anderem war es nämlich mal vor vielen Jahren ein Steinbruch des Ortes Giebelstadt gewesen. Hier hat man also die Ruine verfallen lassen und die Steine konnte sich dann wohl offensichtlich jeder nehmen, der wollte. Und deswegen ist es heute wahrscheinlich auch unter anderem eine Ruine, die wir uns jetzt mal angucken. Bekannt ist Giebelstadt natürlich für die Florian-Geier-Festspiele, die hier in der Ruine stattfinden. Und da habe ich mich jetzt gerade mal ganz spontan verabredet mit der Mascha Obermeier, denn es sind nicht nur die Florian-Geier-Festspiele, die hier laufen, sondern auch die Kinderfestspiele. Und sie sind die Leiterin der Kinderfestspiele. Wie lange gibt es die schon? Seit 20 Jahren gibt es die jetzt schon. Also ich muss dazu sagen, meine Eltern haben die gegründet. Ich bin nicht alleine hier. Die schwirren gerade auch hier rum. Genau, und wir machen das zu dritt. Seit 20 Jahren machen meine Eltern das und vor 5 Jahren bin ich mit eingestiegen. Und genau, haben hier immer ganz viele strahlende Kinderaugen, was sehr, sehr schön ist. Und wenn man sich das mal anschaut hier, das ist also auch der Rest von der Ruine, kann man sagen. Ne? Das ist alles so, wie es original ist, oder haben Sie da auch was hingebaut mit? Also darüber kann ich gar nicht so viel sagen. Ich weiß, dass es original ist, aber auch nochmal ziemlich viel natürlich nachgebaut wurde, angebaut wurde. Das auf jeden Fall, ja. Und das, was Sie jetzt spielen, wie nennt sich das Stück, was da gegeben wird? Worum geht's da? Also heute um 16 Uhr das Geheimnis des Einlings. Das ist eine Geschichte. Das ist eigentlich sehr schön, also über Toleranz. Und also wir probieren immer da so eine Botschaft mitzugeben. Das ist ganz schön. Das Stück wurde eigens für die Kinderfestspiele geschrieben zum 20-jährigen Jubiläum. Und es geht darum, dass wir uns in einem Wald befinden, wo es lauter Zweilinge gibt, also das Biberschaf und den Gockelmops und den Schweinebär und genau, lauter Wesen, die da ihr Unwesen treiben. Genau, und dann kommt auf einmal ein Einling daher und sagt, dass es doch unnormal sei, dass man sich nicht entscheiden kann, sozusagen, welches Tier man ist, sondern dass es zwei sind. Und das ist eine Geschichte, wird es anders sein. Die Auflösung verrate ich jetzt nicht. Das ist gut. nicht aber zu eine viel sehr, spoilern, sehr süße ja. Geschichte. Genau. Für welches Alter ist es gedacht? Für welches Kindesalter? Das ist das Stück für die Kleinen. Also prinzipiell eigentlich für alle Altersstufen gedacht. Wir haben normalerweise immer ein Stück für die Kleinen, ein Stück für die Großen. Das kommt dann in 2 Wochen und dann haben wir immer noch eine Wiederaufnahme. Das ist dann meistens auch ein Stück für alle Altersstufen nochmal. Und man kann hier einfach am Wochenende herkommen und dann, so wie heute am Sonntagnachmittag um 16 Uhr geht es dann los und dann könnt ihr herkommen mit euren Kindern und euch die Florian Geier Kinderfestspiele anschauen und dann im Juli die richtigen Geier Festspiele, die ja auch noch kommen. Genau. Danke Ihnen, viel Spaß. Ja, sehr gerne, vielen Dank.
Dem Florian Geier begegnet man hier in Liebestadt übrigens an allen Ecken und Enden. Es gibt eine Apotheke mit seinem Namen, es gibt eben die Florian Geier Festspiele und noch einige weitere Einrichtungen, die seinen Namen tragen. Und hier ein Bronzedenkmal und da steht auf der Platte hier unten geschrieben, der adelige Florian Geier aus Liebestadt stellte sich im Bauernkrieg 1525 auf die Seite der unterdrückten Bauern. Dadurch ist er berühmt geworden und bis heute geblieben. Und deswegen gibt es eben auch die Florian-Geier-Festspiele, die auch dieses immer zum Thema haben, was er damals eben geleistet hat. Die Geschichte des Ortes, die geht ziemlich weit zurück. Giebelstadt ist nämlich nur ein bisschen jünger als Würzburg. 820 ist es hier erstmals urkundlich erwähnt worden. Im 13. und im 14. Jahrhundert, da hatten dann eben die Geiers und die Zobel hier ihren Grundbesitz. Deswegen gibt es hier eben das Zobelschloss und das Florian-Geier-Schloss, was ich euch gerade eben schon gezeigt hatte. Aber die Geschichte ging natürlich noch weiter, denn 1806, da ging das hier alles an das Großherzogtum Würzburg des Erzherzogs Ferdinand von Toskana, mit dem Giebelstadt dann 1814 an das Königreich Bayern eingeschlossen wurde. Im Zuge der Verwaltungsreform in Bayern entstand dann mit dem Gemeindeedikt von 1818 die heutige Kommune von Giebelstadt. Und dieses Gebäude hier ist heute das Rathaus und gleichzeitig das dritte der drei Schlösser, die es hier im Ort gibt. Das ist gebaut worden 1687 von Hans Heinrich Zobel von Giebelstadt zu Friesenhausen. Der hatte zumindest damit mal begonnen und fortgeführt und beendet worden ist das Ganze dann von seinem Sohn Johann Gottlob Zobel und dessen Ehefrau Maria Sophia von Berlichingen um 1700. Da ist es dann endgültig fertiggestellt gewesen. Wir laufen jetzt schon die ganze Zeit hier durch Giebelstadt, durch die ganzen Gassen, gucken uns ein bisschen die alten Häuser an, die hier so stehen. Und an vielen der Häusern, hier zumindest in der Straße, sind richtig schöne Rosen gepflanzt, die hier hochranken und einen Duft versprühen. Richtig toll. Gefällt mir ganz persönlich als jemand, der diesen Namen auch noch trägt, natürlich ganz besonders gut, gar keine Frage. So, und jetzt sind wir hier einmal um den Block rumgelaufen, sind wieder am Rathaus und die Straße, in der wir gerade eben waren, das ist die Flugplatzstraße. Und das ist ein gutes Stichwort, denn den alten Flugplatz von Giebelstadt, den gucken wir uns jetzt natürlich auch noch an. Ja, direkt wenn man aus Giebelstadt mit dem Auto rausfährt, dann ist gleich auf der rechten Seite der Flugplatz, der auch schon eine ziemlich lange Geschichte hat. Heute ist das Ganze hier überwiegend ein Industriegebiet, muss man mal ganz eindeutig sagen. Geflogen wird auch noch, aber die Zeiten, als die Amerikaner hier waren, war natürlich die Zeit, wo hier wirklich viel geflogen ist. Das ist natürlich inzwischen längst vorbei. Trotzdem werden wir uns mal anschauen, was hiervon vielleicht noch zu sehen ist von den alten Zeiten. Während des Zweiten Weltkriegs war Giebelstadt übrigens von sämtlichen Landkarten getilgt worden. Das hatten die Nazis veranlasst, denn das Ganze hier war ja ein Fliegerhorst der deutschen Wehrmacht im Dritten Reich gewesen. Deswegen auch ein Angriffsziel für die Alliierten. 1944 gab es unter anderem einen schweren Bombenangriff. Die Schäden dieses Bombenangriffs, die mussten damals KZ-Häftlinge entfernen, die aus Flossenbürg extra angekarrt wurden. Und die wurden dann auch weiterhin ausgenutzt, um den Flugplatz weiter auszubauen. Und diese Bombenabwürfe aus dem Zweiten Weltkrieg sind auch heute noch ein Thema, denn ich kann mich an sehr, sehr viele Nachrichtenmeldungen der letzten Jahre erinnern, wo es immer hieß, das Räumkommando muss nach Giebelstadt kommen, weil auf dem Flugplatz wieder mal ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wurde. Also die Geschichte von damals ist auch heute immer noch ein Thema hier. Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg ist das Gelände von der US Air Force übernommen worden und nannte sich ab diesem Tage dann Giebelstadt Airfield. Stationiert waren hier unter anderem die Spionageflugzeuge vom Typ U-2 oder U-2, wie auch immer man sie nennen will.
Zwischen 1948 und 50 war hier gar nichts los. Da war der ganze Flugplatz bloß mit einer Wachmannschaft besetzt. Ja, und die US Army, die war hier mit der Air Force bis 1968. Später waren dann Raketeneinheiten der US Army und auch der Bundeswehr hier teilweise mit stationiert. Hubschrauberverbände gab es in den 1980er Jahren auch, die hier von der United States Army stationiert wurden. Ist natürlich auch irgendwie schade, dass das Gelände heute hier so verkommt, zumindest in Teilen. Vieles ist ja auch genutzt von Firmen, die das ganze Gelände nutzen. Es fragen mich immer wieder Leute per E-Mail und Direktnachricht in Facebook und Instagram, gibt es denn nicht irgendwo Lost Places in Würzburg außer den Charlotte-Terrassen, die ich kenne? Und da muss ich immer sagen, nein, es gibt keine Lost Places in Würzburg, das ist wirklich so. Hier kann man ein paar Lost Places sehen auf diesem Gelände. Aber wie ihr an den Zäunen seht, hier ist alles abgesperrt, man kommt hier nicht aufs Gelände. Und ob da irgendwas Interessantes zu sehen ist, ist eh die Frage. Es ist halt eine verlassene Militäranlage hier in Giebelstadt. So, wir sind jetzt nochmal ins Auto gestiegen und ein paar Meter weiter gefahren, denn um das ganze Gelände mal zu umrunden, braucht man einfach ein Auto zum Laufen. Es ist also nicht zu schaffen. Dafür ist es zu groß. Übrigens, 1994 ist das ganze Gelände von den Amerikanern für die zivile Nutzung freigegeben worden. Das hatten die damals gemacht. Bis 2003 ist dann die Landebahn saniert worden vom Freistaat Bayern. Und seit dem Jahr 2010 dürfen hier Privatflugzeuge landen und starten. Es gab auch mal die Überlegung, dass hier so Billigheimer Fluggesellschaften wie zum Beispiel Ryanair auf das Gelände gehen und von hier starten und landen. Das hat sich dann aber zerschlagen. Aber private Flieger können hier starten. Unter anderem gibt es auf dem Gelände einen Hangar der Firma Knauf und die haben hier ihre Geschäftsflieger drin und starten dann von Giebelstadt in die weite Welt. Hier übrigens der Flughafen Tower aus alten Zeiten. Und was auch noch interessant ist, ich habe es ja vorhin gesagt, hier sind aus dem Zweiten Weltkrieg sehr viele Blindgänger gefunden worden. Alleine in den Jahren zwischen 2009 und 2011 sind hier 16 Tonnen Blindgängern, also Bomben, die nicht explodiert sind, aus dem Zweiten Weltkrieg aus dem Erdreich geholt worden. Jetzt sind wir noch mal einmal durch Giebelstadt durchgefahren auf dem Rückweg von der Umrundung des Flugplatzes. Und wir haben uns jetzt irgendwo in Würzburg eine Tasse Kaffee verdient und da fahren wir jetzt als nächstes hin. So Leute, mittlerweile sind wir in Hetzfeld angekommen bei der Randtankstelle. Nicht zu viel versprochen. Jetzt gibt es erstmal einen schönen Kuchen und einen Kaffee. Den haben wir uns verdient. Draußen sind es 31 Grad. Normalerweise würde ich natürlich immer sofort draußen sitzen. Aber hier drin ist klimatisiert und draußen knallt die Sonne runter. Von daher bleibe ich heute drin. Kaffee und Kuchen in Heidingsfeld war genau das Richtige. Mittlerweile sitzen wir wieder im Auto. Und mein Kumpel, der Flo, der mich nach Giebelstadt gefahren hat, bei dem ich mich an dieser Stelle auch nochmal bedanken möchte für den kleinen Fahrservice, der fährt mich jetzt wieder nach Hause. Das Video endet an dieser Stelle also genauso ungewöhnlich, wie es begonnen hat, auch wieder im Auto. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr mir das zeigt mit einem Like oder einem Daumen nach oben in Facebook oder YouTube, teilt das Video wie immer sehr, sehr gerne mit all euren Freunden überall auf der Welt und schreibt auch gerne viele Kommentare. Ihr wisst ja, ich freue mich darüber und ich lese sie auch alle. In diesem Sinne also danke fürs Zuschauen und damit sage ich dann tschüss und ade, bis zum nächsten Mal und das wie immer hier bei Würzburg Fotos.